Hallo, das ist das erste Video von meinem großen Sommertrip. Nach der langen Corona-Zeit muss ich unbedingt mal wieder wegfahren. Es ist nötig, es ist einfach nötig, Abstand zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ja, einfach die ganze Sache zu vergessen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wenn wir zurückkommen, Anfang August alles wieder normal wird. Hoffen wir mal. Jedenfalls ist das erste Video von einem großen Trip. Wenn ich das online stelle, bin ich schon über die Grenze nach Frankreich gefahren. Als Geimpfter kein Problem. Für Ungeimpfte müssen wir noch Tests mitbringen. Und dann fahren wir in Frankreich in die Berge, ans Meer, nach Barcelona in Spanien, nach Madrid, runter nach Alicante an die Küste, wo ich hoffe, auch tauchen zu gehen. Und dann schließlich noch ein paar Tage nach Paris und zu den Loire-Schlössern. Das Ganze dauert 4 Wochen und ist quasi so ein bisschen Best of Europe. Ich war natürlich da zum Teil schon mal und wir kennen Europa, aber trotzdem ist es einfach cool. Und ja, die Fernziele stehen einem ja gerade nicht offen. Ich werde versuchen, das in bekannter Weise zu dokumentieren. Das heißt, Organisation, wie kommt man überhaupt gerade über die Grenze nach Frankreich, nach Spanien? Wie sieht es vor Ort aus? Wie sind die Kontrollen? Weil das wird ja alles trotzdem nicht normal sein. Wir haben jetzt Anfang Juli. Es wird viel geredet über die sogenannte Delta-Variante. Vielleicht ist das, wenn ich das hier sende oder wenn ihr das guckt, auch schon wieder kalter Kaffee. Weil ich denke, wir sind in Deutschland schon jetzt angeblich bei 50% Delta-Variante. Das heißt, in ein paar Tagen sind wir bei 100% und dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Problem wäre für uns natürlich jetzt, wenn Frankreich oder Spanien zu einem Variantengebiet erklärt würde. Dann müssen wir mal gucken, wie man da klarkommt. Ansonsten, wir werden viel fahren. Wir haben aber auch, da wir 4 Wochen Zeit haben, verteilt sich das mit den Fahrten so ein bisschen. Allein in Alicante wollen wir eine ganze Woche in der Villa am Strand verbringen mit Pool und so weiter. Und ja, mal sehen, wie es wird. Und das ist das Introductory-Video sozusagen. Und ich werde versuchen, von unterwegs das eine oder andere zu posten. Dann eben nur einen schnellen Vlog oder so. Und wieder zu Hause, denke ich, schneide ich dann Stück für Stück die Dinge runter. Ja, also wenn es interessiert, wie man einen Roadtrip durch Frankreich und Spanien macht, bleibt dran.